übergebe ich das Wort an die Gastgeberin, Frau Korenke von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Shalom, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns auf diesem Platz feiern. Israel wird 60 und dieses keineswegs selbstverständliche Ereignis findet seinen Niederschlag in ganz vielen deutschen Medien, auf ganz vielen deutschen Plätzen und Straßen. Und das erfüllt mich mit großer Freude. Israel wird 60 und gestern fand in der Frankfurter Paulskirche das offizielle Jubiläumsfest statt. Veranstaltet war dies von uns, von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, vom Zentralrat der Juden und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und meine Damen und Herren, nachdem der offizielle Teil zu Ende war und die Menschen in der Wandelhalle herumgingen und miteinander sprachen, stand ich neben Israels neuem Botschafter in Deutschland, Yoram Ben-Zeev. Und der hatte sein Handy in der Hand und las eine SMS. Und als er fertig gelesen hat, schaute er zu mir auf und sagte, in Ashkelon, in einem Einkaufszentrum, sind Raketen eingeschlagen und es gibt 100 Verletzte. Meine Damen und Herren, solange Israel im Jahr seines 60. Jubiläums an seinem Geburtstag Angriffen, Terror und Kriegshandlungen ausgesetzt ist, müssen wir solidarisch zur Seite stehen. Brauchen wir dieses Fest. Es geht nicht nur um Geburtstage. Meine Damen und Herren, solange Israel Terror und Angriffen ausgesetzt ist, braucht es nicht zum Jubiläum von Kanzeln und Podien Lehrmeinungen und Theorien, wie wir es denn besser machen würden, wenn wir bedroht wären. Die Israelis müssen sich wehren. Ein Land, was 60 Jahre nach seiner Gründung immer noch nicht in seiner Existenz sicher ist, muss Handlungsfreiheit haben, ohne dass wir von hier aus alles besser wissen. Bravo! Meine Damen und Herren, ich denke, ich spreche in Ihrem Namen, wenn ich an dieser Stelle den Bürgern von Ashkelon, aber auch den Bürgern von Sderot, den Verletzten von gestern Abend und jedem Israeli unsere Sympathie und unsere Solidarität ausspreche. Aber, meine Damen und Herren, die Israelis feiern und auch wir feiern heute. Wir lassen uns Israel nicht auf das reduzieren, auf das es Terroristen reduzieren wollen, nämlich Landeplatz von Qassams, Ort, an dem sich Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und Schauplatz von Kriegen. Israel ist ganz anders. Israel ist Strandleben, ohne dass es dauernd regnet. Israel ist der Traum, den die Juden seit 2000 Jahren formulieren, nächstes Jahr in Jerusalem. Israel ist das wahr gewordene Postulat von Theodor Herzl. Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Israel ist nicht nur Sonne und Strandleben. Israel ist Führungsposition in Forschung und Lehre. Israel ist weltweit Nummer 1 in der Agrartechnologie. Israel ist führend in der Hightech-Industrie. Israel hat in der Relation dreimal so viel Akademiker wie wir in Deutschland und doppelt so viel wie die Amerikaner. Israel ist das unnachahmlichste Beispiel von Integration. Fast die Hälfte aller Bürger Israels sind nicht im Lande geboren. Israel vereint Menschen aus 145 Ländern zu einem Volk. Meine Damen und Herren, kurz nachdem David Ben-Gurion vor 60 Jahren diesen Staat ins Leben gerufen hat, trat ein anderer alter, großer Mann der Politik auf den Plan, Konrad Adenauer. Und diesen beiden Männer haben, ungeachtet des Unsäglichen, was vorher geschehen war, den Versuch des Dialogs aufgenommen und er ist ihnen gelungen. Und dieser Dialog war letztendlich auch die Gründungsurkunde für die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die es nun seit 42 Jahren gibt. Die beiden überwanden das Schweigen und schufen einen Bogen, der sich von Konrad Adenauer bis zu Angela Merkel, bis zu ihrer Rede in der Knesset spannt. In der Rede, in der sie gesagt hat, unsere Beziehungen zu Israel sind etwas Besonderes und müssen immer etwas Besonderes bleiben. Meine Damen und Herren, Israel braucht zum 60. Geburtstag in diesem Jahr und auch für dahin nicht unsere Belehrung, sondern unser Bekenntnis. Chag Sameach, ein schönes Fest.